Wie kommen Sie eigentlich darauf, wir hätten was gegen Flüchtlinge? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben nichts gegen Flüchtlinge. Wir haben was gegen Politiker, die gegen geltendes Recht verstoßen und aus... Und die aus illegalen Einwanderern, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Seelenheil im Schlaraffenland Deutschland suchen, Flüchtlinge machen. Dagegen haben wir was. Und sonst gar nichts. Wir haben was dagegen, dass sie Menschen ohne jede Identitätsprüfung in dieses Land lassen und denen Papiere ausstellen auf eigene Auskunft. Dagegen haben wir was. Ganz bestimmt. Aber gegen Menschen, die vor Gefahren, Krieg, Verfolgung etc. flüchten, da haben wir absolut nichts. Haben wir auch noch nie gehabt. Ich frage mich, wie Sie auf diese Idee gekommen sind. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Buchner. Herr Buchner, nein, auf keinen Fall, der pöbelt zu sehr. Und und mit Ihrem Rechtsbruch, da liegen Sie gleich hinter dem sinkenden Stern der Bundeskanzlerin, denn Frau Schmidberger, von den 45.000, von denen die Gerichte in Berlin festgestellt haben, dass sie keinen Asylanspruch haben, von diesen 45.000 sind 12.000 mindestens sofort ausreisepflichtig. Und was tun Sie? Sie tun nichts dafür, dass diese sofort Ausreisepflichtigen ausreisen. Stattdessen belasten Sie... Würden Sie bitte mit Ihrer Zwischenintervention auf die Rede von Frau Schmidberger das eingehen? Das hat hier gerade das nichts tue damit ich. zu ich tun. Ich würde mich freuen, Sie würden bei anderen auch so genau sein. Von diesen 12.000 Ausreisepflichtigen weisen Sie so gut wie niemanden aus. Das heißt, Sie sind Rechtsbrecher. Und das ist unser Problem. Ihr fortlaufender Rechtsbruch. Damit setzen wir uns hier auseinander. Nicht mit armen Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihrem Problem.